Der Schlotheim-Express. Ehemalige Bahnverbindung von Mühlhausen nach Ebeleben und Teil der Eisenbahngeschichte Thürings. Begeben Sie sich mit mir auf eine Reise zurück in der Zeit, als die Eisenbahn noch eine wichtige Rolle in unserer Gegend gespielt hat, bis hin zur letzten Fahrt des legendären Schlotheim-Express im Mai 1997. Diese Lageskizze zeigt die 25,3 Kilometer lange Strecke der Mühlhausen-Ebelebener Eisenbahn, denn das war bis zur Übernahme durch die Deutsche Reichsbahn ihr richtiger Name. Auch entstand der Name Schlotheim-Express erst nach der Teilstreckenstilllegung von Schlotheim bis Ebeleben. Während ich etwas zur Vorgeschichte der Strecke erzähle, sehen wir uns ein wenig auf dem Mühlhäuser Bahnhof im Mai 1997 um. Um eine Eisenbahnstrecke zu bauen und sie zu betreiben, bedarf es einiger Vorbereitungen. Vor allem, wenn die geplante Strecke durch mehrere Staaten verlaufen soll. Auch ging die Hauptinitiative zum Bahnbau nicht von Mühlhausen oder Ebeleben aus, sondern von den Dörfern an der geplanten Strecke. Dazu wurde in Kleingrabe am 27. August 1883 ein Komitee für den Bau einer Eisenbahn von Ebeleben über Mühlhausen nach Eisenach gegründet, das in der Öffentlichkeit für dieses Projekt werben sollte. Als 1870 der Bau der sogenannten Kanonenbahn von Berlin nach Metz geplant wurde, erwog man auch eine Streckenführung über Mühlhausen und Ebeleben. Diese Variante wurde aber verworfen. Der Staatsvertrag zwischen Preußen, Schwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg-Rudolstadt und Sachsen-Coburg-Gotha über den Bau einer Eisenbahnlinie zwischen Mühlhausen und Ebeleben wurde am 6. November 1895 unterzeichnet. Bereits 1894 legte die 1892 gegründete Firma Lenz & Co. aus Stettin einen Kostenvoranschlag zum Bau einer Nebenbahn zwischen Ebeleben und Mühlhausen vor. Eine im Jahr 1884 durch die Firma Bachstein erstellte Kostenrechnung fand keine Beachtung. Am 26. Februar 1896 unterzeichneten die Mühlhausen-Ebelebener Eisenbahngesellschaft sowie die Firma Lenz & Co. den Vertrag betreffend den Bau und Betrieb einer Nebeneisenbahn von Mühlhausen über Körner nach Ebeleben. Darin waren die Spurweite, das Anlagekapital, die Zuschüsse der anliegenden Gemeinden, die Regelungen für den Baugrund und der Eröffnungstermin festgelegt. Die Eisenbahngesellschaft Mühlhausen-Ebeleben, kurz MEE genannt, wurde am 18. Juni 1896 mit einem Kapital von 1.550.000 Mark in das Handelsregister eingetragen. Damit war der Weg frei für den Bau der lang ersehnten Eisenbahnstrecke zwischen Mühlhausen und Ebeleben. Nach Fertigstellung und Genehmigung der Pläne begannen die Arbeiten im Frühjahr 1896. Mit dem Bau der Brücken über die Unstrut bei Bollstedt, die Nordau und das Meerstädter Wasser wurde im Oktober 1896 begonnen. Trotz langjähriger Vorbereitungen und Verhandlungen weigerten sich einige Bauern, ihr Land zu verkaufen, sodass sie enteignet werden mussten. Die Entschädigung richtete sich nach dem offiziellen Wert des Landes. Binnen 15 Monaten war die Strecke fertig und konnte am 28. Mai 1897 landespolizeilich abgenommen werden. Die Kosten des Bahnbaues setzten sich wie folgt zusammen. Grunderwerb 17.294 Mark und 9 Pfennige, Erdarbeiten 232.216 Mark und 52 Pfennige, Einfriedung 3.325 Mark und 50 Pfennige, Wegübergänge, Über- und Unterführung 40.967 Mark und 70 Pfennige, Brücken und Durchlässe 169.425 Mark und 2 Pfennige, Oberbau 444.192 Mark und 15 Pfennige,
Signale 7551 Mark und 35 Pfennige, Bahnhöfe 220.508 Mark und 17 Pfennige, Betriebsmittel 210.989 Mark und 24 Pfennig, Verwaltungskosten 158.284 Mark und 24 Pfennig, sonstige Kosten 20.473 Mark und 40 Pfennig. Dank deutscher Gründlichkeit können wir heute die Gesamtkosten in Höhe von 1.521.227 Mark und 94 Pfennige genau nachvollziehen. Für den Betrieb, also Personal und Brennstoff, blieben der MEE vom Grundkapital also 28.772 Mark und 6 Pfennig übrig. Bei der polizeilichen Abnahme ergaben sich keine Mängel und so konnte am 2. Juni 1897 die Mühlhausen-Ebelebener Eisenbahn mit einer Sonderfahrt eröffnet werden. Der offizielle Betrieb startete am 4. Juni 1897, aber vorerst nur bis Bollstedt. Es wird angenommen, dass mit der Freigabe des Güterverkehrs am 1. Juli 1897 auch der durchgehende Personenverkehr bis Mühlhausen aufgenommen wurde. Nun noch einige Daten zur Strecke. Die Gesamtstreckenlänge betrug, wie bereits erwähnt, 25,33 Kilometer. Der höchste Punkt lag zwischen Roggensusra und Meerstedt bei 274,16 Meter über Normal Null. Der tiefste Punkt lag bei Bollstedt bei 189,87 Meter über Normal Null. Der überwundene Höhenunterschied betrug 84,29 Meter. Die Kilometrierung, an der man auch die Lage der Bahnhöfe feststellen konnte, erfolgte von Ebeleben aus. Der Bahnbetrieb 1897 startete mit täglich 3 Zugpaaren, was 1901 auf 4 Paare erweitert wurde. Auch gab es eine Direktverbindung von Mühlhausen über Stotheim, Ebeleben nach Hohenebra. Das zeigen die Fahrpläne aus mehreren Jahren. Auffällig ist, dass die Züge am Morgen in Stotheim starteten und abends in Stotheim endeten. Das lag daran, dass sich die Lochstation der MEE in Stotheim befand. Auf dieser wie auf den meisten Nebenbahnstrecken waren gemischte Züge für Personen, Güter und die Post üblich. Interessant sind vielleicht auch die Fahrpreise um 1900. Sie betrugen wochentags 6 Pfennig pro Kilometer in Klasse 2 und 4,11 Pfennig pro Kilometer in Klasse 3. Marktfahrkarten gab es in Klasse 3 für 3 Pfennig pro Kilometer. 1908 einigte sich die MEE mit der Königlich-Preußischen Eisenbahnverwaltung auf die Eingliederung der MEE in den neuen Gemeinschaftsbahnhof. Bis dahin hatte die MEE einen eigenen Bahnhof gegenüber des Mühlhäuser Staatsbahnhofs. Auf diese beiden werde ich später bei der Vorstellung der einzelnen Bahnhöfe noch etwas genauer eingehen. Jedenfalls wurde der Betrieb des Gemeinschaftsbahnhofs für die THIG, die Vogteier Bümmelbahn und die MEE am 1. November 1911 aufgenommen. Während und nach dem Ersten Weltkrieg lief der Betrieb der Eisenbahnstrecke relativ normal. Einberufungen des Personals und stetig sinkende sowie wieder steigende Beförderungszahlen waren zu bewältigen. Zwischen 1925 und 1928 wurden große Teile des Oberbaus erneuert und neue Fahrzeuge in Dienst gestellt. Mitte der 1930er Jahre stieg das Personen- und auch das Güteraufkommen stark an, sodass ein zusätzliches Zugpaar eingesetzt werden musste. Wichtigste Einnahmequelle war der Güterverkehr. Wegen Brennstoffmangel und wegen befürchteter Tieffliegerangriffe wurde am Ende des Zweiten Weltkrieges der Verkehr zeitweise eingestellt. Nach behelfsmäßigem Start im Mai und Juni 1945 ohne festen Fahrplan waren im Jahr 1950 wieder 4 Zugpaare auf der Strecke im Einsatz, die sehr gut ausgelastet waren. Das steigerte sich bis auf 7 Zugpaare am Ende der 1950er Jahre. Im Jahr 1945 wurde die MEE aufgelöst und der Deutschen Reichsbahn angegliedert.
Vor allem aufgrund des schlechten Gleiszustandes wurde am 29. September 1974 der Zugverkehr zwischen Schlotheim und Ebeleben eingestellt. Eine Verkehrseinstellung auf der Strecke Mühlhausen-Schlotheim wurde bereits für 1978 vorgesehen, aber aus transportlogistischen Gründen doch nicht umgesetzt. 1988 begann man, die Strecke Schlotheim-Ebeleben zu renaturalisieren, obwohl sie eigentlich reaktiviert werden sollte. Bis dahin waren die Gleise aus Gründen der Landesverteidigung unangetastet geblieben. Kommen wir zu den Bahnhöfen der Strecke. Beginnen möchte ich mit dem Bahnhof Mühlhausen, der sich bei Streckenkilometer 25,24 befand, also eigentlich der letzte der MEI-Strecke war. Der Bau des Mühlhauser Bahnhofs begann Mitte des Jahres 1868. Seine Eröffnung erfolgte am 23. Dezember 1869. Das Hauptgebäude wurde aber erst am 9. April 1870 fertig. Gerade noch rechtzeitig, denn am 11. April 1870 wurde der Verkehr zwischen Gotha und Mühlhausen aufgenommen. Erst am 3. Oktober diesen Jahres wurde auch der Verkehr bis Leinefelde freigegeben. Eigentümer und Betreiber der Strecke war die THEG, die Thüringer Eisenbahngesellschaft. Um 1900 übernahm die KPEG, die Königlich Preußische Eisenbahngesellschaft, den Betrieb. Im Oktober 1896 begann der Bau des zweiten Bahnhofs in Mühlhausen. Der Ebelebener Bahnhof in Mühlhausen wurde bis zum Bau der Vogteier Bimmelbahn und dem damit verbundenen Umbau des Mühlhäuser Bahnhofs als eigenständiger Bahnhof der MEE betrieben. Dieser Bahnhof befand sich nordwestlich des Staatsbahnhofs und lag etwa 4 Meter tiefer als dieser. Er hatte 5 Gleise, von denen Gleis 1 am 58 Meter langen Bahnsteig das Hauptgleis war und Gleis 5 das Übergabegleis zum Staatsbahnhof. Um die Lage der Bahnhöfe zu verdeutlichen, sind hier Lagepläne vor und nach 1911 zu sehen. Das einfache, eingeschossige Empfangsgebäude war ein Fachwerkbau mit Pappdach. Auch der Güterschuppen und der Abort waren einfache Fachwerkbauten. Viele fragen sich, wofür der Tunnel unter den Gleisen von der Bahnhofstraße zur Verladestraße am Güterbahnhof eigentlich gedient hat. Er war ursprünglich weder eine kurze Verbindung für die Görmarsche Bevölkerung noch eine Art Toilette, obwohl es dort meist so gerochen hat. Er war der durch die MEE gebaute Verbindungstunnel vom MEE-Bahnhof zum Staatsbahnhof. Das große Bild zeigt den Tunnel und den ehemaligen Standort des MEE-Bahnhofs. Nach Eingliederung der MEE in den Staatsbahnhof wurde der Tunnel für 3000 Mark an die Stadt verkauft, die ihn in der Folge der Königlich Preußischen Eisenbahnverwaltung überließ. 1993 wurde der Tunnel nach 96 Jahren generalsaniert. Das Gleis 5 des Ebelebener Bahnhofs war ab 1911 durchgehendes Hauptgleis der MEE und endete am Bahnsteig 3 des Staatsbahnhofs. Nach Stilllegung des MEE-Bahnhofs wurden die Gleise abgebaut und das Empfangsgebäude nach Schlotheim umgesetzt und dort als Güterschuppen genutzt. Mit dem ersten Spatenstich am Riesninger Berg am 29. Juni 1908 begann der Bau der Eisenbahnstrecke von Mühlhausen nach Treffurt sowie der Umbau des Bahnhofs und die Erweiterung. Der Abraum, der aus dem Taleinschnitt am Riesninger Berg anfiel, wurde zur Aufschüttung des Bahnhofsgeländes verwendet. Dazu waren Bauzüge mit Kipploren zwischen dem Riesninger und dem geplanten Güterbahnhof im Einsatz. Bevor wir nun aber zur letzten Fahrt mit dem Schlotheim Express kommen, hier noch ein paar Mühlhäuser Bahnhofsimpressionen der 1930er bis 1990er Jahre. Dazu noch ein paar Informationen zum Staatsbahnhof. In der Umbauphase um 1910 wurde der Paketschuppen errichtet und Industriegleise zum Beispiel für die Kammgarnspinnerei verlegt. Der Eingangsbereich wurde erweitert und eine Unterführung zur Verbindung der Bahnsteige gebaut. Schon 1872 wurde im Bahnhofsgebäude eine Gaststätte für Reisende eingerichtet. Zudem befanden sich im Obergeschoss 3 Fremdenzimmer. Mitte der 1930er Jahre hielten täglich 97 Züge am Mühlhäuser Bahnhof
und etwa 2300 Reisende stiegen ein und aus. Um die steigende Zahl der Reisenden zu bewältigen, wurde am Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre der Eingangsbereich nochmals erweitert. Damals erhielt der Bahnhof sein heutiges Aussehen. Durch die Stilllegung der Strecke Mühlhausen-Treffurt für den Personenverkehr im September 1968 kam der erste Einschnitt im Bahnverkehr. Auch bei der Güterabfertigung spielte der Bahnhof Mühlhausen früher eine wichtige Rolle. War er bis in die 1960er Jahre das Güterdrehkreuz für die drei Bahnlinien, entstand Mitte dieses Jahrzehnts einer der größten Containerumschlagplätze des damaligen Bezirkes Erfurt. Dieser wurde am 7. März 1968 in Betrieb genommen und auch später weiter ausgebaut. Der Niedergang des Güterbahnhofs von Mühlhausen mit seinem Containerterminal begann in den 1990er Jahren mit der Übernahme der Deutschen Reichsbahn durch die Bundesbahn. Mühlhausen war als Güterumschlagplatz nicht mehr effektiv und wurde unter Verlust von etlichen Arbeitsplätzen in den 1990er Jahren abgewickelt. Ähnlich verlief die Entwicklung im Personenverkehr. Die Strecke nach Treffurt wurde 1968 eingestellt und die Bahnlinie nach Schlotheim folgte 1997. Der einst stolze Staatsbahnhof verkümmerte zu einem drittklassigen Haltepunkt. Gleis 1 steht bereit, der Sonderzug von Mühlhausen über Bollstedt, Grabe, Körner, Österkörner nach Schlotheim. Bitte einsteigen, die Türen schließen und Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. So oder so ähnlich und etwas trauriger mag die Ansage am 31. Mai 1997 für die letzte Fahrt des Schlotheim Express geklungen haben. Zuvor wurde noch ein Trauerflur am Triebwagen angebracht. Mitarbeiter der anliegenden Bahnhöfe sowie das Lok- und Zugpersonal der Strecke verabschiedeten sich von ihrem Express mit einer letzten Fahrt nach Schlotheim und zurück. Im Folgenden machen wir an jedem Streckenbahnhof Halt und stellen den Bahnhof sowie die Besonderheiten der zurückgelegten Strecke vor. Während wir unterhalb des Riesingers entlang zuckeln, möchte ich auf unsere Transportmittel, die sogenannten Ferkeltaxen, etwas eingehen. Sie tragen die Betriebsnummern 772-176-4 und 972-758-7. Dabei handelt es sich um Schienenbusse der Baureihe 171-172. Vor 1970 war es die Baureihe VT2.09 der Deutschen Reichsbahn, die im VEB Waggonbau Bautzen von 1962 bis 1969 hergestellt wurden. Ursprünglich in dunklem Rot lackiert, wurden die Fahrzeuge seit der Bundesbahnübernahme in den 1990er Jahren in Mintgrün umlackiert. Eigentlich ist der Spitzname Ferkeltaxi nicht sehr schwer nachzuvollziehen. Diese Schienenbusse wurden meist in den ländlichen Gegenden eingesetzt. Zuvor waren gemischte Züge mit Gepäckabteilen, die auch für Tiere zugelassen waren, üblich. Es soll vorgekommen sein, dass Bauern auf dem Weg zum Markt, wie früher gewohnt, mit ihren Tieren in die Schienenbusse eingestiegen sind, was meist Ferkel, aber auch Hühner gewesen sein sollen. Weitere Spitznamen der Baureihe VT2.09 waren unter anderem Blutblase wegen der roten Ursprungslackierung, Sandmann, Eiterbeule und nach dem Lackwechsel Pfeffi. Nun erst einmal zu den Fotos der zurückgelegten Strecke.
Unterhalb des Stadtparkes am Rieseninger entstand der erste Schnappschuss des Stotheim Express um 1952. Damals waren noch Dampflokzüge mit den typischen Dritte-Klasse-Waggons im Einsatz. Als in den 1930er Jahren die Strecke saniert wurde, entstanden die beiden Bilder von der Instandsetzung der Unstrutbrücke. Das dritte Unstrut-Bahnbrückenbild wurde kurz vor ihrem Abbruch aufgenommen. Nun zum Bahnhof oder besser zur Haltestelle Bollstedt. Sie lag bei Streckenkilometer 21,48. Das Hauptgleis war durchgehend und führte entlang des 60 Meter langen Bahnsteigs. Gleis 2 war ein Freiladegleis für die parallel verlaufende Straße. Das Empfangsgebäude entstand während des Streckenbaus um 1896-97. Der Güterschuppen wurde um 1938 angebaut. Im Obergeschoss wohnte der Bahnhofsvorsteher mit seiner Familie. Seit 2012 beginnt hier der Bahnstreckenradweg von Bollstedt nach Schlotheim entlang der ehemaligen Bahntrasse. Weiter geht die Reise durch das Nordertal in einem weiten Bogen um die Grabschen Berge herum Richtung Nordosten. Dabei muss die Nodder, ein kleines Flüsschen, das dem Tal den Namen gab, mehrfach überquert werden. Die Brücken sind einfache Konstruktionen ohne Geländer und müssen sehr langsam überfahren werden. Zuvor jedoch kreuzt die Bahnlinie noch die Landstraße nach Görmar und Mühlhausen. Rechter Hand befinden sich die Grabschen Berge. Einige Einheimische sagen auch, es wären die Bollstädter Berge. Jedenfalls liegen sie zwischen Bollstedt und Grabe. Einst gern für Motocross-Veranstaltungen genutzt, sind die Berge seit 1996 Naturschutzgebiet. Sie gehören zum Höhenzug der Heilinger Höhen. Auf dem Kamm ist der Flugplatz Bollstedt ein Refugium für Segelflugfreunde. Langsam abflachend enden die Grabschen Berge südwestlich von Grabe im Bürntal.
Bahnhof Grabe lag bei Streckenkilometer 18,23. Das durchgehende Hauptgleis war das Gleis 2 an einem 60 Meter langen Zwischenbahnsteig. Das zweite Gleis diente als Freiladegleis für die 70 Meter lange Verladestraße. Es konnte aber auch als Kreuzungsgleis genutzt werden und hatte einen 48 Meter langen Hausbahnsteig. Vom Aufbau und Baujahr entspricht das Grabsche Bahnhofsgebäude dem von Bollstedt und auch dem von Körner. Dorthin führt unsere nächste Etappe. Zuvor werfen wir aber noch einen kurzen Blick in die Grabsche Dorfchronik. Im August 1974 wurde der Fahrkartenschalter am Bahnhof Grabe geschlossen. Frau Annie Hess war die letzte Bahnangestellte in Grabe. 1976 wurde das Bahnhofsgebäude um- und ausgebaut. Es entstand eine moderne Konsumkaufhalle, die 1991 privatisiert wurde, aber kurze Zeit später schließen musste. Im September 1998 öffnete der kleine Supermarkt nochmals, aber nur für kurze Zeit. Heute werden am alten Bahnhof in Grabe in einer Fachwerkstatt Oldtimer restauriert. Mit einem Kameraschwenk verabschieden wir uns von Grabe und setzen die Reise Richtung Körner fort. Auch hier führt uns der Weg weiter durch das Nordertal. Am Anfang des Films erwähnte ich bereits, dass die Trasse der MEE durch vier Staaten führte. Kurz nach Grabe verlassen wir das Gebiet des ehemaligen Königreiches Preußen und passieren die Grenze zum ehemaligen Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha. An dieser Stelle möchte ich etwas zu den Kleinstaaten des damaligen Deutschlands sagen, bezogen auf die Streckenführung der MEE. Körner und Österkörner lagen damals im Gebiet des Klosters Volkenroda, das zu Sachsen-Coburg-Gotha gehörte. Es war aber vom restlichen Staatsgebiet durch preußisches Gebiet abgeteilt. Auch Sturtheim befand sich in einem abgeteilten Gebiet, das zum Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt gehörte. Kurz nach Stotheim begann das Gebiet vom Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen. 1918 wurde es Freistaat und ging 1920 im Freistaat Thüringen auf. Gleiches gilt für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt.
kommen wir zum Bahnhof von Körner, der der zweitgrößte der Strecke war und bei Streckenkilometer 15,04 lag. Von den vier Gleisen war Gleis 2 das durchgehende Hauptgleis an einem 80 Meter langen Zwischenbahnsteig. Gleis 2 war ein Freiladegleis und lag an einer Ladestraße am Bahnhofsgebäude. Gleis 3 war Verkehrsgleis und Gleis 4 als weiteres Freiladegleis bediente die 56 Meter lange Ladestraße 2. Hier befand sich auch eine Anschlussbahn des ehemaligen Ziegelwerkes mit zwei Gleisen. Eine Feldbahn führte vom Holzlagerplatz an der zweiten Ladestraße in ein Sägewerk. Das Bahnhofsgebäude war ein zweigeschossiger Ziegelbau mit einem Fachwerkaufsatz in der Mitte. Das Gebäude hatte flache, pappgedeckte Satteldächer. Auch der Güterschuppen hatte ein flaches Pappdach, war aber ein Fachwerkbau. Die Bahnsteigkanten bestanden aus Altschwellen und Altschienen. Auch von Körner verabschieden wir uns und fahren vorbei am alten Holzlagerplatz und dem Sportplatz über die Holzbachbrücke Richtung Österkörner. Vorbei geht die Fahrt am Gut Bergmühle, das bereits 1285 als eine der beiden Mühlen des Ortes erwähnt wurde. Das imposante Wohngebäude stammt aus dem Jahre 1907. Körner selbst ist einer der ältesten Orte im Unstrut-Hainich-Kreis und wurde 802 in einem Diplom von Kaiser Karl als Koneri erstmals erwähnt. Das Dorf Österkörner wurde erst 1197 erstmals erwähnt, dürfte aber wesentlich älter sein. Eine Besiedlung konnte bis in die Jungsteinzeit nachgewiesen werden. 1294 überfielen Truppen Adolfs von Nassau den Ort und äscherten ihn ein. Um 1450 schenkte der Graf von Tonna den damals unbewohnten Ort dem Kloster Volkenroda. Nach dem Bauernkrieg 1525 wurde der Ort, der damals ein Gutshof war, verkauft und gehörte seither zum Amt Volkenroda im Herzogtum Sachsen-Gotha. Im Jahre 1867 lebten in Österkörner 8 Männer und 12 Frauen. Hinzu kamen 2 Personen der Gutsherrenfamilie. 1907 übernahm der Staat das Gut und verkaufte es 1920 an Familie Schumann, die in Österkörner lebte. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg waren Flüchtlinge im Gut untergebracht. Mit der Bodenreform wurde das Gut aufgelöst und durch Neubauten um den Gutshof herum entstand der neue Ort Österkörner. Heute ist Österkörner ein Ortsteil von Körner in der Stadt Nordertal-Heilinger Höhen, die am 31. Dezember 2019 gegründet wurde. Ebenfalls zu Körner gehörte das Gut Beißel. Es soll einst ein Rittergut gewesen sein und befand sich Luftlinie auf etwa der halben Strecke zwischen Körner und Bodenheiligen. Nach der Bodenreform in den 1950er Jahren wurde das Gut und die nach dem Krieg entstandenen Neusiedlerhäuser entsiedelt.
Die letzten Bewohner verließen noch vor 1970 ihre Häuser. Heute ist vom einstigen Gut nichts mehr zu sehen. Der Haltepunkt Österkörner lag bei Streckenkilometer 12,29 und hatte ein durchgehendes Hauptgleis. Am 60 Meter langen Bahnsteig stand das einfache Empfangsgebäude mit einem Warteraum und einem Dienstraum. Das kleine Fachwerkhaus war mit einem pappgedeckten Satteldach versehen. Auf nun zur letzten Etappe unserer Reise mit dem Schlotheim-Express. Sie führt uns, wie kann es auch anders sein, in die Seilerstadt Schlotheim. Schon in der Jungsteinzeit besiedelt, war Schloten, wie wir das Örtchen im Nottertal gern nennen, im 10. Jahrhundert ein Königshof mit einer Burg und wurde 974 erstmals erwähnt. 1768 wurde die Burg abgebrochen und das Schlotheimer Schloss durch die Herren von Hopfgarten erbaut. Es war nach dem Zweiten Weltkrieg Gaststätte mit Saal. Nach der Wende geschlossen, verfiel es zusehends. Von 1999 bis 2001 restauriert und renoviert, beherbergt es heute ein Kinderheim. Bis sich die Tradition des Seilerhandwerkes entwickelte, war das Handwerk der Leinenweberei vorherrschend. Als Grundstoff der Leinenweberei wurde seit dem Mittelalter Flachs um Schlotheim herum angebaut. Neben der Leinenweberei entwickelte sich Schlotheim zu einem bedeutenden Marktflecken. Erst 1624 siedelte sich ein ortsfremder Seilermeister namens Peter oder Peters in der Stadt an und begründete damit das Seilerhandwerk, welches mit der Stadttradition seither fest verbunden ist. Im 18. und 19. Jahrhundert entstanden die ersten Gurtwebereien als Manufakturen. Um 1850 gab es in Schlotheim über 50 Handwerks- und Industriebetriebe, die Seile, Riemen und Gurtfertigung betrieben. Weit über die Grenzen Thüringens bekannt ist Schlotheim durch den VEB Sponeta. Die Firma wurde 1953 gegründet und 1993 privatisiert. Sie entstand durch die Zusammenlegung von drei Seilerbetrieben und hieß ursprünglich VEB Schlotheimer Netz- und Seilerwarenfabrik. Neben Tischtennisplatten und den dazugehörigen Netzen stellte man dort bis zur Wende allerlei Seile her und produzierte auch Einkaufsnetze und Beutel. So viel erst einmal zur Seilerstadt Schlotheim in einem groben Überblick. Die Bahntrasse führt uns auch auf dem letzten Teilstück durch das Nottertal. Bevor wir aber über die Schlotheimer Nottertalbrücke fahren, passieren wir die ehemalige Fernverkehrsstraße 249, die bis zum Bau der Umgehungsstraße durch die Stadt Schlotheim hindurchführte. 1988 geschah dort ein Unfall mit dem Schlotheim-Express, von dem zwei Aufnahmen vor den Bahnhofsbildern von Schlotheim zu sehen sind. Die zweitgrößte Brücke der ME-Strecke war die Nörderbrücke über den Mühlgraben von Schlotheim. In einer leichten Linkskurve angelegt war die dreiteilige Stahlträgerbrücke 33,9 Meter lang. Sie überfahren wir kurz vor der Bahnhofseinfahrt. Seit 2008 gehört diese Brücke zur Geschichte. Beim Bau des Radweges entlang der alten ME-Strecke konnte keine Einigung über den Erhalt der Brücke erzielt werden. Sie wurde abgebrochen. Thank you.
hier Stotheim. Bitte alles aussteigen, dieser Zug endet hier. Bei Streckenkilometer 8,86 lag der größte Streckenbahnhof der MEE. 9 Gleise gab es am Bahnhof Stotheim, von denen Gleis 4 das Hauptgleis mit einem Inselbahnsteig war und Gleis 3 das Kreuzungsgleis. Die Gleise 1, 2 und 5 waren Freiladegleise an zwei Ladestraßen. Zum Lok- und Wagenschuppen führten die Gleise 6, 6a und 6b. Gleis 7 war Abstellgleis. Das 1896 errichtete zweietagige Empfangsgebäude war ein verklinkerter Ziegelbau mit Ziegeldach. Ein Anbau erfolgte 1905 für die Bahnhofsgaststätte, die aber in den 1930er Jahren wieder geschlossen wurde. Der Güterschuppen war eine Fachwerkkonstruktion und wurde mehrfach erweitert und umgebaut. Ein Teil des Güterschuppens bestand aus dem ehemaligen Ebenlebener Bahnhof von Mühlhausen, der 1911 nach Stotheim umgesetzt wurde. Auch der Lokschuppen und die angebaute Wagenhalle waren Fachwerkbauten mit flachen Pappdächern. Wasserturm und der Abort waren ebenfalls Fachwerkbauten. Der Kohlebansen an Gleis 6 bestand aus Altschwellen und besaß eine Bekohlungsbühne. Kohlebansen waren Kohlelagerbehälter an den Gleisen, wo die Kohlevorräte der Dampflokomotiven aufgefüllt werden konnten. Gleis 5 hatte zudem noch eine Gleiswaage. Zwischen 1925 und 1928 fanden Umbauarbeiten an den Gleisanlagen und an den Gebäuden statt. Dabei wurde der Güterschuppen nochmals verlängert und das Ladegleis 1 am Empfangsgebäude entlang ebenfalls verlängert. Auch wurden weitere Lager- und Aufenthaltsräume gebaut, in denen später unter anderem die Bahnmeisterei untergebracht war. In den 1950er Jahren wurde die Lokwerkstatt aufgelöst. Auch der Lokschuppen fand nur noch als Behelfslager vom VEB Sponeda Verwendung. Bis zur Übernahme der Strecke durch die Deutsche Reichsbahn wurden in Stotheim die Lokomotiven der MEE gewartet und repariert. 1991 wurde die Wagenhalle und der Lokschuppen abgerissen. Die Ein- und Ausfahrt der Züge wurde bis zur Streckenstilllegung nach Ebeleben 1974 durch zwei Hauptsignale geregelt. In den 1980er Jahren wurde das Signal von Mühlhausen her vor die Notterbrücke verlegt und automatisch betrieben. Die Wasserversorgung der Dampflokomotiven erfolgte über einen Wasserkran am Ende des Inselbahnsteigs. Hierfür soll, laut Zeitzeugen, extra Wasser aus Gotha im Wasserspeicher eingelagert worden sein, da dieses Wasser nicht so hart war wie das Wasser von Stotheim. Eine Anekdote aus der Stotheim-Express-Betriebszeit: der vergessene Zug. Am Anfang der 1980er Jahre fuhr der Frühzug von Stotheim nach Mühlhausen, wie er es eigentlich schon immer getan hat. Erst in Österkörner bemerkte der Lokführer, als die Fahrgäste nicht einstiegen, dass die Waggons noch in Stotheim standen. Sie waren schlicht nicht angekuppelt worden, nachdem die Lok den Zug am Vortag umfahren hatte. Der Volksmund berichtet, dass es dem Lokführer trotz der Rückfahrt nach Stotheim gelang, die Strecke in so kurzer Zeit zurückzulegen, dass er früher in Mühlhausen ankam, als es der Fahrplan verlangte. Anfang 2008 wurden die Gleise der Reststrecke der ehemaligen MEE vollständig rückgebaut. Im Zuge des Rückbaus verschwand auch die dreiteilige Stahlträgerbrücke über den Mühlgraben. Mit dem 18. Januar 2011 begannen die Abrissarbeiten am Bahnhof Stotheim, die 10 Tage später abgeschlossen waren. Anstelle des Bahnhofs steht heute, wie konnte es auch anders sein, ein Supermarkt. Abschließend sind hier noch ein paar alte Fahrkarten zu sehen, die von Sammlern nicht nur aus Stotheim zusammengetragen wurden. Leider ist ein Weiterfahren nach Ebeleben seit 1974 nicht mehr möglich. Trotzdem möchte ich hier auch die letzten drei Bahnhöfe der MEE-Strecke vorstellen oder besser in Erinnerung rufen. Danach geht es zurück nach Mühlhausen. Bildmaterial war zu den Haltepunkten Meerstedt, Streckenkilometer 6,35 und Rockensusra, Streckenkilometer 4,20 nicht zu bekommen. Beide Haltepunkte entsprachen dem Haltepunkt Österkörner, was auch so beabsichtigt war. Die Firma Lenz & Co. ließ für die Haltepunkte sogenannte Normalien ausarbeiten, an die sie strikt zu halten war.
zwei Gleise, ein zweiräumiges Wartehäuschen und einfache, mit Altschwellen versehene Bahnsteigkanten. Auf den beiden Gleisplänen ist die Gleichartigkeit recht gut zu erkennen. Streckenkilometer 0, der Bahnhof von Ebeleben. Er wurde von allen drei Bahnen, der Hohen Ebra Ebelebener Eisenbahn HEE, der Kreußen Ebeleben-Keulauer Eisenbahn GEKE und der Mühlhausen Ebelebener Eisenbahn MEE genutzt. Hier war immer Hochbetrieb und das seit Eröffnung der HEE im Jahre 1883. Es folgten 1897 die MEE und 1901 die GEKE. Die Gleise 1 bis 3 waren die Hauptgleise der drei Bahnen. Gleis 4 war das Gütergleis, denn Ebeleben war Güterverladezentrum, nicht zuletzt für den Kalibergbau und die Ebelebener Zuckerfabrik. Die Gleise 5, 5a und 5b führten zum Lokschuppen, Gleis 6 war Freiladegleis und Gleis 6a bediente den Güterschuppen. Gleis 4a führte zu einer Wagenreinigung und die Gleise 11 und 16 führten zur Zuckerfabrik. Die anderen Gleise waren Kreuzungs- und Abstellgleise, auch kamen in den Jahren einige hinzu und andere fielen weg. Das Empfangsgebäude entstand um 1883, war ein zweietagiges, verputztes Fachwerkgebäude mit flachem Pappdach. Auch der Güterschuppen war eine Fachwerkkonstruktion mit Flachdach. 1896-97 kam ein zweigeschossiger Ziegelanbau hinzu. Als Ziegelbau mit integriertem Wasserturm war der Lokschuppen ausgeführt, der in den 1930er Jahren erweitert wurde. Die Bahnsteige waren teils massiv, teils aus Altschwellen erbaut. Seit dem Ende der 1960er Jahre bis 1974 wurden die drei Nebenbahnen von und nach Ebeleben schrittweise stillgelegt. Einzig der Güterverkehr wurde noch bis zur Mitte der 1980er Jahre teilweise aufrechterhalten. Mit Übernahme des neuen Güterbahnhofs 1975-76 wurde der alte Bahnhof Ebeleben weitgehend aufgegeben. Das Empfangsgebäude diente als Laden und im Lokschuppen waren Werkstatt und Fahrzeughalle eines landtechnischen Betriebes untergebracht. Heute ist von den Bahnanlagen in Ebeleben nichts mehr zu sehen. Das Kaliwerk gibt es nicht mehr und auch die Zuckerfabrik ist Geschichte. Soweit zum Bahnhof Ebeleben und damit auch zum Ende der Eisenbahnära in dieser Stadt. Durch diese Brücke kamen einst die Züge aus Ebeleben, bevor sie in den Schlotheimer Bahnhof einfuhren. Zurück in die Seilerstadt Schlotheim, wo schon der letzte Zug zurück nach Mühlhausen wartet. Vor der letzten Fahrt musste noch der Trauerflur umgehangen und ein Bahnfamilienfoto fürs Album aufgenommen werden. Haben wir auf der Fahrt nach Schlotheim die Strecke vorwiegend aus dem Zug heraussehen können, werden wir auf der Rückfahrt die Züge von der Strecke aus sehen, die zum Beispiel am alten Bahnübergang der B249 am Ortseingang von Schlotheim. Nachdem sich die Halbschranke geschlossen hat, rauscht die Ferkeltaxe vorbei. Am Haltepunkt Österkörner war leider kein Kameramann anwesend, dafür aber wieder am Bahnhof von Körner. Auch in Grabe war eine der letzten Überfahrten über die Bundesstraße zu beobachten.
Etwas mehr Zeit blieb am Bahnhof Bollstedt, um die Durchfahrt und die Überfahrt über die Unstruttbrücke für die Nachwelt festzuhalten. Die Einfahrt nach Mühlhausen dürfen wir von der Brücke am Riesinger aus ausgiebig genießen. Wir sind wieder am Bahnhof von Mühlhausen angekommen. Die Unterführung mit dem Schild darüber gehört der Vergangenheit an, wie die gesamte ME-Strecke. Fast genau 100 Jahre hatte sie Bestand. Kommen wir nun am Ende der ME-Geschichte zu einem Leckerbissen für Freunde alter Lokomotiven und Zügen im Allgemeinen. Die Betriebsmittel, wie es im Bahnsprachgebrauch heißt, beschränken sich aber nicht nur auf Lokomotiven, sie beinhalten auch die Reisewaggons. Da das Beste bekanntlich zum Schluss kommt, beginne ich in dieser Rubrik mit einigen Bildern der Waggons, die bei der ME und auch später im Einsatz waren. Begonnen hat alles 1897 mit zwei Personenwagen der zweiten und dritten Klasse, zwei Wagen der dritten Klasse, einem Gepäckwagen mit Postabteil, 10 geschlossenen Güterwagen ohne sowie 5 Mitbremsen, 17 offene Güterwagen ohne und 8 Mitbremsen sowie einem Bahnmeisterwagen. Später, vor allem nach der Übernahme durch die Deutsche Reichsbahn, wurden deren Standard-Personenzugwagen eingesetzt. Die ersten Personenwagen waren zweiachsig, hatten 4 Fenster und waren in einfacher Holzbauweise ausgeführt. Beleuchtung gab es nicht und die Belüftung erfolgte über Lüftungsstütze im Dach. Erst in den 1930er Jahren wurden modernere Wagen von der Firma Beuchelt & Co. aus Grünberg in Schlesien in Dienst gestellt. Diese hatten eine Lichtmaschine für die elektrische Beleuchtung und gewölbte Tonnendächer. Diese Wagen waren bis in die späten 1940er Jahre im Einsatz. Später kamen auch Waggons der ehemaligen KPEV hinzu, die ebenfalls in Stutheim gewartet wurden. Größere Reparaturen führten die Werkstätten Erfurt und Gotha Wagenmeisterei Mühlhausen aus. In den 1950er Jahren wurde die Lok- und Wagenreparatur im Stutheimer Lokschuppen eingestellt. Diese Aufgabe fiel danach vorwiegend der Lowa in Mühlhausen zu. In den 1960er Jahren wurde dann auch auf der ehemaligen ME-Strecke auf modernere Einheitswagen der Reichsbahn umgestellt. Mit der Wende ging der Berufsverkehr von und nach Stutheim zurück, die richtigen Personenzüge waren nicht mehr ausgelastet und gehörten damit der Vergangenheit an. Gleiches gilt seit 1997 auch für die Ferkeltaxen, die dann auf der Strecke zum Einsatz kamen. Nun möchte ich Ihnen eine Auswahl von Lokomotiven vorstellen, die während der Betriebszeit der ME-Strecke dort im Einsatz waren. 3 CN2T-Lokomotiven gehörten zur Erstausstattung der ME. Sie trugen die Nummern 31 bis 33 und waren nach Lenz-Normalien gebaut und der preußischen T3-Lokomotive ähnlich. Deshalb wurden sie auch Gattung B genannt. Alle drei Loks wurden 1896 von Vulkan in Stettin gebaut,
hatten eine Eigenmasse von 23,1 Tonnen und erreichten eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Auffallend war der recht hohe Schornstein. Zu diesem Loktyp habe ich zwei Bilder gefunden, die im Film aber schon zu sehen waren. 1925 erwarb die MEE 21CH2T-Lokomotiven von der Firma Kraus & Co. in München. Sie trugen die Betriebsnummern 141 und 142, was später in 91, 62, 77 und 91, 62, 78 umgewandelt wurde. Sie wogen 40,4 Tonnen und hatten eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Nachdem beide Fahrzeuge auch auf anderen Strecken und für andere Bahnwerke im Einsatz waren, wurde Nummer 141 1970 ausgemustert und 1973 zerlegt. Bereits 1970 ereilte die Nummer 142 ebenfalls dieses Schicksal. Sowohl die Nummer 141 als auch die Nummer 142 gehört zu den sogenannten Elner-Lokomotiven. Elner bedeutet engerer Lokomotiv-Normausschuss, der 1917 gegründet wurde. Im Elner waren Vertreter der Lokomotivindustrie, der Länderbahn bzw. später der Deutschen Reichsbahn sowie der Privat- und Kleinbahn organisiert. Mit der Elner sollte eine einheitliche Bezeichnung der Lokomotivteile sowie eine Normung der Konstruktion und damit eine Austauschbarkeit der Lokomotivteile erreicht werden. Nummer 151 war eine Elner 5-Lokomotive mit Baujahr 1940. Sie wurde von Henschel und Sohn in Kassel gebaut und erreichte mit 41,85 Tonnen Eigengewicht eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Sie war die erste MEE-Lok, die eine elektrische Beleuchtung hatte. Nach der MEE-Übernahme durch die Deutsche Reichsbahn war Nummer 151 bei der Langensalzer Kleinbahn unter Baureihennummer 91, 62, 85 bis in die 1960er Jahre in Kirchheiligen stationiert. Die folgende Lokomotivauswahl ist ein Querschnitt der Fahrzeuge, die nach 1949 auf der ehemaligen MEE-Strecke zum Einsatz kamen. Darunter auch einige der ehemaligen HEE und der GEKE. Drei dieser Lokomotiven, die HEE Nummer 82, 94 und 380, sind hier zu sehen. Nummer 82, Reichsbahn Nummer 98, 6051, wurde 1901 von der Firma Jung gebaut, fuhr ursprünglich für die GEKE und wurde 1951 ausgemustert. Nummer 94 wurde von O&K im Jahre 1927 gebaut. Noch bis in die 1950er Jahre war sie als Rangierlokfahrzeug in Weimar im Einsatz. Nummer 380 wurde 1924 von Hanomag gebaut und war bis in die 1950er Jahre unter der Reichsbahn Nummer 92 61 76 bei der HEE und der MEE im Einsatz. Sie wurde 1967 ausgemustert. 1938 wurde die Baureihennummer 91 65 79 bei Henschel und Sohn für die wenigen Taft-Öxner Eisenbahn gebaut und dort mit der Nummer 1 geführt. Sie kam um 1950 nach Schlotheim, wog 46,3 Tonnen und war 65 km/h schnell. Im Jahre 1969 wurde sie in Halle an der Saale zerlegt. Die längste Dienstzeit auf der ehemaligen MEE-Strecke absolvierte die Baureihennummer 91 65 80. Auch sie wurde von der Firma Henschel & Sohn in Kassel gebaut, wog 59,2 Tonnen und brachte es auf eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Gebaut wurde sie für die Ilmenau-Großbreitenbacher Eisenbahn und kam 1955 auf die ehemalige MEE-Strecke. Sie fuhr am 8. Mai 1969 den letzten Dampfzug von Mühlhausen nach Ebeleben. Als Museumsbahn fuhr BR 91 65 80 am 18. August 1990 nochmals auf ihrer alten Strecke. Sie gehört seit 1969 als betriebsfähige Museumslok zur Erfurter Industriebahn. Nicht sehr oft kam BR 91 67 80 zwischen Mühlhausen und Ebeleben zum Einsatz.
Sie wurde 1938 für die Ohlauer Eisenbahn von Henschel und Sohn in Kassel gebaut und trug dort die Betriebsnummer 141. Von 1945 bis 1961 war sie mit der gleichen Betriebsnummer bei der Niederlausitzer Eisenbahn. Mit ihren 49,5 Tonnen brachte sie es auf eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Zuletzt war sie bis Oktober 1970 in Arnstadt, wurde ausgemustert und 1971 in Cottbus zerlegt. Damit war die Dampflokzeit auf der ehemaligen ME-Strecke vorbei. 1969 übernahmen Diesellokomotiven der Gattung V100 den Streckenbetrieb. Die am meisten eingesetzten V100 waren die BR110-205-2, die BR112-477-6 und die BR202-484-2. Sie wurden am Anfang der 1970er Jahre im Lokomotivbau Elektrotechnische Werke Hans Beimler Henningsdorf für die Deutsche Reichsbahn gebaut. Auch waren vor allem zwischen Ebeleben und Schlotheim drei Triebwagen der VT-135-Baureihe im Einsatz. 1970 wurden diese ausgemustert. Bleiben am Schluss noch die Ferkeltaxen übrig, zu denen ich im Film schon einiges gesagt habe. Diese gehört der Erfurter Bahnservice GmbH und stand am 1. Dezember 2018 im Bahnhof vom Putbus. Sie hat noch ihre schöne rote Lackierung. Ja, was bleibt nun noch zu sagen? Ach ja, seit 2012 ist die ehemalige Bahntrasse ein Bahntrassenradweg. Zum Abschluss unseres kleinen Ausflugs sind einige Aufnahmen vom Bau und der Radwegeröffnung zu sehen. Mir bleibt an dieser Stelle nur, mich bei allen zu bedanken, die diesen Film ermöglicht haben und damit einen Beitrag geleistet haben, diesen Teil der Thüringer Eisenbahngeschichte nicht zu vergessen. Außerdem hoffe ich, dass es Ihnen gefallen hat und verbleibe als Ihr Thomas Peter.